Hi Leute, ja, wir starten mal wieder hier. Ich habe da noch ein bisschen Geld ausgegeben. Paranormale Phänomene, Accessoires, triffschaurige Mitbewohner. Dein neues Zuhause wird vielleicht schon von anderen bewohnt, wenn es auf einem der neuen Spukhausgrundstücke steht. Mensch, rechne mit Besuch. Sie sind so niedlich, dass sie alles erreichen. Besänftige die schelmischen Geister, damit wieder Ruhe einkehrt. Oder lass sie Tag und Nacht Chaos anrichten. Auch schön. Setze dem Spuk ein Ende. Der Geist Gudry freut sich, dir Ratschläge zu geben. Entferne verfluchte Objekte, führe Seancen durch, kommuniziere mit den Dahingeschiedenen und erhalte Geschenke von Geistern. Du kannst sogar die Skeletthelferin Bonehilda herbeirufen. Okay. Besänftige die Geister, beherrsche die Mediumfähigkeit und beeindrucke Gudry, um eine Lizenz für paranormale Ermittlungen zu erhalten. Die mysteriösen Aktivitäten nehmen zu und dein Zimmer die Aufgabe, dem Treiben ein Ende zu setzen. Okay, alles klar. Und dann haben wir noch Werwölfe. Genieße das wilde Leben, verwandle dich in einen Werwolf und nimm deine animalische Form freudig an. Oder kämpfe dagegen. Werwolf-Sims besitzen ein furchterregendes Aussehen sowie einzigartige Stimmungen und Fähigkeiten, die von den Mondphasen beeinflusst werden. Alpha-Wolf oder einsamer Wolf? Erschaffe deine Werwolf-Identität. Du musst entscheiden, welche Art Wolf du sein möchtest. Finde ein Rudel, mit dem du durch die Nacht schleichen kannst, triff deinen Kumpan oder versuche dich als einsamer Wolf durchzuschlagen. Lykantrophie-Wissen. Es gibt viel über Werwölfe und ihre Herkunft zu erfahren. Lerne mehr über Werwölfe, Vampire und Magier, indem du Bücher liest, geheime Tunnel erkundest, deine Sammlung vergrößerst und mit den Bewohnern von Moonwood Mill interagierst. Okay. Und zusammenwachsen. Dauerhafte Auswirkungen. Die Selbstfindung ist eine lebenslange Aufgabe. Wichtige Entscheidungen und Meilensteine helfen dabei, die Persönlichkeit deiner Sims zu bestimmen. Achso, das war ein Komma und kein Punkt. Egal. Schalte Persönlichkeitsmerkmale in prägenden Lebensphasen deiner Sims frei. Perfekt für Familien. San Sequoia war einst ein kleines Fischerdorf, das sich im Laufe der Zeit zu einer lebendigen Stadt entwickelt hat. Hier findest du ruhige Vororte, ein belebtes Erholungszentrum, eine eng verbundene Gemeinschaft und eine einflussreiche Familie, die Robles. Soziale Dynamik. Dein Sim kann einen Sim kennenlernen, zu dem die Chemie auf Anhieb stimmt oder den er auf den ersten Blick nicht ausstehen kann. Dein Sim besitzt jetzt Präferenzen, die bestimmen, mit welchen Sims er kompatibel ist und bei wem es gar nicht passt. Familienbande. Die Bande zwischen verwandten Sims sind wichtig und komplex. Wenn sie gemeinsam durchs Leben gehen, erleben sie dramatische und vereinende Momente, die sich auf die Familiendynamik und die Beziehung der Familienmitglieder auswirken. Und das sollte es jetzt dann auch gewesen sein. Ja, ich habe ein Bundle gekauft, weil das irgendwie für 33 Euro oder so gab. Da muss man auch mal ein Bundle kaufen, ne? Und ein paar Sims-Erweiterungen dementsprechend. Du bist irgendwie gar nicht ins Bett gegangen. Das heißt, jetzt wieder ein... Was? Strickmuster 34. Okay. Nee, das hier. Über Plopsi versenden. Will ja jetzt nichts sagen bezüglich der Frösche, aber ich habe das schon wieder vergessen. Oh, sie hat schon fertig geschlafen. Okay. Wir müssen den Napf weiterfüllen. Und dann können wir frühstücken. Das wäre, glaube ich, mal eine Maßnahme. Ich wollte hier gucken. Wir haben 3 Stunden Arbeit. Wir haben sogar die wissenschaftliche Abhandlung. Was ist hier? Was? Meilensteine? Aha, das erste Mal. Was? Leben. Tier adoptiert. Job gefunden. Sozial. Best Freunde. Okay. Meine Güte, wird hier mittlerweile viel angezeigt. Was Meilensteine ansehen. Ach, das ist das. Okay. Achso, und da wir die Sachen nicht haben, können wir uns das andere nicht angucken. Okay. Gut, wo waren wir? Ich weiß es nicht. Wir könnten mit den Katzen interagieren.
Ich meine, das wäre zumindest schon mal. Du könntest aber erstmal hier aufräumen und dann kannst du an Lieblingsstelle. Ich bin gerade wirklich nicht sicher, ob das hier täglich grüßt, das Murmeltier ist und wir schon. Ach nee, wir haben Dienstag. Ach, es war Montag. Ja doch, dann ist es richtig, weil in der letzten Folge ist das Spiel abgestürzt und wir mussten den Montag nochmal spielen und spielen jetzt den Dienstag, den wir eigentlich in der letzten Folge schon angefangen hatten. Richtig? Okay. Schön, dass wir das geklärt haben. So. Möchtest du vielleicht noch ein... Wir können das hier auch erstmal ausblenden. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Und wie wäre es mit einem Figurengemälde? Oh. Ja, geh bitte zur Arbeit, wenn es soweit ist. Wäre schön, wenn du nicht immer... Wenn dir nicht ständig was anderes einfallen würde und du einfach mal konzentriert an deinem Gemälde arbeiten könntest. Ich habe so das Gefühl, das geht immer erst dann, wenn wir das noch ein zweites Mal machen. Und es ist schon wieder Gewitter. Es gibt ganz schön viel Gewitter in diesem Spiel hier. Das finde ich ja nicht so gut. So, wir sind aber jetzt so langsam mal reif für die Arbeit. Ich habe das Teil erhalten, danke. Sehr schön. So, jetzt geht's zur Arbeit. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich mit Schuhen. Morgen ist Winterfest. Okay, okay. Standardisierter Mumpitz. Anne schließt gerade ein Thema ab, für das sich die Schüler sehr interessiert haben. Die Schüler arbeiten gerade an ihren Abschlussprojekten. Als sie die Aufforderung erhält, den normalen Unterricht zu beenden und eine standardisierte Prüfungsvorbereitung durchzuführen. Die Schüler freuen sich schon darauf, ihre Projekte abzuschließen und vorzustellen. Die Aufforderung. Ist ja jetzt, gell... Ach komm, wir können die doch nicht immer so demotivieren, oder? Der Direktor hat Wind davon bekommen, dass Anne der Aufforderung nicht nachgekommen ist und ist alles andere als erfreut. Anne muss wahrscheinlich besonders hart arbeiten, um die nächste Beförderung zu haben. Ja, das wissen wir doch schon. Was? Ich habe in letzter Zeit eine Menge durchgemacht. Wäre es dir recht, wenn ich vorbeikomme und eine Weile bei dir bleiben würde? Ich muss einfach nur ein paar Tage raus, um alles zu verarbeiten. Okay. Mal gucken, was das für Abenteuer mit sich bringt. Vielleicht schmiert das Spiel auch einfach wieder ab. Da ist er doch. Ja, aber arbeiten muss ich trotzdem. Redest du mit meiner Katze oder führst du Selbstgespräche? Ich glaube, wir führen Selbstgespräche. Okay, alles klar. Alles klar. So. Jetzt ist er. Zumindest schon mal fertig, so. Aber du solltest, weiß ich nicht. Kann man da irgendwie wegen Gesichtsbehaarung unterstützen? Willst du über Körperbehaarung? Willst du über Gesichtsbehaarung? Was? Komm, du kannst ja mal nach dem Tag fragen. Kannst du vielleicht da einfach mal... ja, hallo? Okay. Mhm, Dinge passieren. Wo rennt dann jetzt hin? Ganz ruhig. Wenigstens hat er jetzt Hausschuhe an. So, hallo Übernachtungsgast. Wir müssen ja vielleicht gegebenenfalls auch nochmal den einen oder anderen Screenshot machen. Oh. Guckt ja nicht so begeistert. Okay. Ja, wissen wir. Er ist verängstigt. Versuchen zu trösten. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Und du wolltest, glaube ich, baden gehen und deine Hygiene ein bisschen hochzukriegen. Wo rennt dann jetzt hin? Jetzt ist er gegangen. War's das jetzt? Oder kommt er wieder? Das ist mir zu hoch. Das verstehe ich nicht. Was haben wir hier? Übernachtungsbesuch. Dienstag bis Freitag. Okay. Du kommst dann zum Schlafen wieder vorbei, oder was? Aber nicht in meinem Bett. Möchtest du vielleicht ein Gemälde?
Was? Einfach klasse, danke. Ich würde dir eine sehr gute dir eine gute Bewertung schreiben, aber das ist mir gerade zu viel Arbeit. Ja, okay, dann lass es halt. Du sollst dein Gemälde fertigstellen. Was nennt sie Landgrab? Sicherheitsalarm. Kein Strom. Aber unsere Katzen können wir füttern. Das. Kerzen und Bücher. Katzen und Bücher habe ich. Auf Plopsi anbieten. Kann ja nur gut gehen. Ja, sollte ich jetzt Kerzen kaufen? Oder ich meine, wir haben... Ach nee, ich glaube, das letzte Mal ist dann das Spiel abgestürzt. Ja, genau. Vor lauter Langeweile kannst du einfach weitermalen. Wobei, mit Katzen beschäftigen ist auch nicht verkehrt. Guck, wir können nochmal Katzenstab spielen. Und da können wir ja vielleicht auch mit Katzenstab spielen. Ja, man muss auch mal im Dunkeln malen, oder? Sag mal, gibt's auch mal einen Tag ohne Gewitter vielleicht? Ich wollte auch übrigens anmerken, dass ich ja die ganze Zeit schon erzähle, da ich unbedingt vorproduzieren möchte. Ja, gestern ist die letzte vorbereitete Folge online gegangen. Das heißt, wir haben Sonntag und nicht Freitag wie sonst, wenn ich aufnehme. Hey! Das ist aber, glaube ich, nicht unser Übernachtungsgast. Der sah anders aus. Wo rennen wir denn hin? Wo ist denn die Katze? Da hinten. Ja, renn wieder rein. Das wäre doch mal... Das ist, glaube ich, ganz... Oh nein. Verdorbenes Essen aussortieren. Ach, Mann. Das ist ungünstig. Aber auf Toilette können wir gehen. Gibt's irgendwas zu essen? Ja, wir können ein Erdnussbutter-Gelee-Sandwich essen. Immerhin etwas. Und dann wäre es, glaube ich, ganz sinnvoll, ins Bett zu gehen. Und ich werde vielleicht noch eine Folge Sims aufnehmen. Ich gucke dann schon mal, wie es mit unserem Übernachtungsgast weitergeht, ob der hier vielleicht irgendwie nochmal auftaucht. Okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ja, ich glaube, die Hälfte der Zeit habe ich einfach nur Dinge vorgelesen. Da ist unser Übernachtungsgast. Hey, okay, das wird also kein Cliffhanger bis zur nächsten Folge. Gut. Stopp, Pause. Aber in der nächsten Folge sehen wir trotzdem, wie es mit unserem Übernachtungsgast weitergeht. Tschüss.